So, hallo, ich möchte dich wieder recht herzlich begrüßen. Heute möchte ich mit dir mal einen Hefezopf backen mit unserer Wildhefe. Das war vom letzten Beitrag, wo ihr gesehen habt, das haben wir neu angesetzt, unsere Wildhefe. Da war einmal eine Wildhefe mit Birne dabei, mit Apfel, wie hier zum Beispiel unsere Orange, dann haben wir Zitrone gehabt und dann noch Kräuter. Natürlich für unseren Süßteich ist jetzt natürlich die Orange sehr gut geeignet. Zum ganzen Rezept kommen wir einmal, hier haben wir unser Mehl, Zucker, Butter, Salz, Ei und ein wenig Aromen wie Vanille und Zitronenabrieb. So, jetzt kommt auch natürlich noch unsere Wildhefe mit ins Spiel. Das ist praktisch unser Ersatz für die Frischhefe in unserem Hefezopfteich. Ja? Wir haben die auch letztens noch frisch angesetzt. Das heißt, da muss ich mehr Wildhefewasser ins Rezept einfügen, weil die noch nicht die Triebkraft hat. Wenn das ein wenig älter ist, über ein paar Wochen, ein paar Monate, dann ist die kräftiger, dann kann man die Wildhefe auch ein wenig reduzieren. Zum Beispiel jetzt unser Rezept beim Hefezopf. In einem normalen Hefezopfteich ist immer Milch dabei. Da kann man jetzt hergehen, entweder komplett mit Wildhefe oder auch mischen mit halb-halb. So, und wichtig ist es natürlich dabei, dass man das Ganze abseiht, weil wir brauchen dann für die Rezepte natürlich nur unsere Schüttflüssigkeit. Die Früchte oder wie Kräuter oder was man auch nimmt zum Ansetzen, bleiben natürlich alle im Glas. Wir brauchen hier nur die Wildhefe. Wenn man sieht, ist der Teig schön geschmeidig. Man merkt jetzt keinen Unterschied zwischen Milch oder Wildhefe. Jetzt lassen wir den Teig noch ein wenig so 5 bis 10 Minuten ruhen und dann wiege ich mal portionsmäßig aus für unsere Stränge für unseren Hefezopf. So, jetzt haben wir das Ganze ausgeflochten. Wir haben jetzt einen Vierstrang draus gemacht. Und es ist auch so, bei der Wildhefe ist es so, die braucht länger von der Gare her als eine Frischhefe. Und wir machen jetzt mal einen Versuch, wir starten das Ganze. Wir geben es jetzt über Nacht in einen Kühlschrank, decken das hier mit einer Dauerbackfolie ab, dass da nichts passiert, dass er oben drauf aushaute das Ganze. Und wie gesagt, das Ganze Zeit bringt Geschmack und Aroma. Und morgen schauen wir dann weiter, wie der Zopf ausschaut. So, jetzt sind wir am zweiten Tag angelangt. Jetzt haben wir über Nacht unseren Hefezopf im Kühlschrank gelassen. Wichtig war, dass er abgedeckt ist. Jetzt tun wir mal die Folie runter. Ich habe jetzt auch vorhin noch ein wenig hier bei Raumtemperatur anspringen lassen. Das langt immer von der Zeit her, solange bis der Ofen oben ist. Und dass wir das Ganze noch ein wenig veredeln, gehen wir jetzt her. Geben dann noch ein wenig Eistreiche drauf. Das ist jetzt nur Eigelb und ein wenig mit Milch verdüngt.
Weil wenn man nur Eigelb nehmen würde, dann wäre der Zopf zu dunkel. Und für das Topping obendrauf haben wir dann nachher noch ein wenig Hagelzucker und gestiftete Mandel. Und dann schieben wir das Ganze bei 170 Grad in den Ofen ein und backen das Ganze so bei 20-25 Minuten fertig. Wie wir hier sehen, haben wir jetzt unseren fertigen Hefezopf mit unserer Wildhefe gebacken. Es funktioniert auch, wie gesagt, ohne Frischhefe. Und wie gesagt, vielleicht beachtet man den kleinen Tipp. Wir haben ja auch die Zeit, die Wildhefe braucht länger. Einfach mal den Teigling über Nacht im Kühlschrank liegen lassen, reifen lassen und dann erst am zweiten Tag abbacken. Dann erzielt man auch solche schöne Backergebnisse. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken und viel Erfolg damit.